Wenn wir gestresst oder wütend sind, treffen wir nicht immer die besten Entscheidungen. Aber wenn Sie Wege finden, gut auf sich selbst zu achten, werden Sie besser in der Lage sein, sich um Ihre Kinder zu kümmern. Diese Tipps helfen Ihnen dabei, ruhig zu bleiben und besser mit Stress umzugehen. Auch wenn es in Ihrem Leben gerade hektisch ist oder Sie etwas belastet. Versuchen Sie diese einfache Entspannungsübung immer, wenn Sie gestresst sind. Schritt 1: Setzen Sie sich bequem hin, beide Füße am Boden. Die Hände liegen in Ihrem Schoß. Wenn Sie wollen, schließen Sie die Augen. Schritt 2: Konzentrieren Sie sich auf das, was im Moment Sie denken und fühlen. Stellen Sie sich dabei folgende Fragen: Sind meine Gedanken negativ oder positiv? Ist mein Körper angespannt oder fühlt sich etwas unwohl an? Fühle ich mich traurig, ängstlich oder wütend? Schritt 3. Hören Sie auf Ihren Atem, wie die Luft ein- und ausströmt. Sie können eine Hand auf Ihren Bauch legen. Fühlen Sie, wie er sich hebt und senkt, jedes Mal, wenn Sie ein- und ausatmen. Schritt 4. Wenn Sie bereit sind, wieder in den Alltag zurückzukehren, achten Sie darauf, wie sich Ihr Körper nun anfühlt. Nehmen Sie die Geräusche um sich wahr. Schritt 5. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Wie fühlen Sie sich jetzt? Spüren Sie einen Unterschied zu dem Gefühl vor der Entspannungsübung? Diese einminütige Entspannungsübung ist besonders hilfreich, wenn sich Ihr Kind nicht gut benimmt und Sie mit der Situation ruhig umgehen sollen. Denken Sie daran, dass ein paar tiefe Atemzüge einen großen Unterschied machen können, wie Sie sich gerade fühlen.